Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Dimmelsberg im Let's Play Banished. Hier haben wir jetzt mittlerweile Winter. Es ist kalt. Die Bude hat keine Nahrung. Ich hoffe, die tun sich trotzdem, weil andere Häuser haben, das ist ein bisschen blöd gedeichselt. Andere Häuser haben wirklich viel. Wie zum Beispiel das Haus, hier hat mit gleich 400... Salat geklaut, also geholt gehabt und hat noch einen Haufen Potatoes, also die fressen ja wie die Bekloppten. Leider kann ich hier nichts rausholen aus dem Inventar. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht. Noch ein bisschen mehr Arbeiter machen. Weil dieses Haus natürlich jetzt gar nichts hat. Ich habe zwar was angebaut gehabt, aber die Leute, die haben das einfach genommen, die sollten vielleicht mal kleinere Portionen sich holen, nicht gleich immer hier die ganze Bude vollschlagen. Vor allem ein bisschen mehr so ein Balancing, dass es ein bisschen besser verteilt wird. Wäre vielleicht mal nicht schlecht. Da unten bauen wir dann noch eine Jägerhütte. Deswegen auch den Weg bis hier runter. Was mich wundert. Halt, wo haben wir denn da? Ressourcenlimit. Food. Ja, das ist was anderes. Was mich wundert ist. Ich muss gerade mal kurz schauen. Okay. Was mich wundert ist, ich habe keine Leute, die hier Bäume fällen und so eingeteilt. Und trotzdem sind die hier hinten. Aber ich habe hier einen Haufen Arbeiter. Oh, die Bude ist fertig. Okay. Was haben wir denn da? Work. Wo bist du? Da bist du. Vier Leute arbeiten da. Ist ja heftig. Da werden wir dann vielleicht auch irgendwann auch mal den Weg nach hinten ein bisschen ausbauen. Da wachsen aber immer noch kleine Bäumchen da hier. Mordpilze wachsen da drin. Warte mal, der Weg ist bis hierhin eigentlich bald soweit fertig. Den habe ich bis hier hingebaut, okay. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Ich habe leider nichts. Weil die Häuser sich das alles bunkern. Ich weiß nicht, ob da schon einer drin ist hier. Fischermann. Ein Fisherman's Friend ist das. Ein Fisherman's Friend. Genau, da haben wir jetzt einen. Mal gucken, was er macht. Ich hoffe, du fängst jetzt schön Fische. Ein Angler. Ah, super. Und der nächste. Mensch, da ist ein Boot. Fahr da mal raus. Ich hoffe nur, dass die hier auch wirklich Fische fangen im Bächle. Weil wir brauchen nämlich wirklich Nahrung. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Da ist ja nichts hingebracht worden. Ja, oh, die mängeln schon alle langsam wegen Nahrung. Ein hier geht rein. 12 Jahre und er muss schon arbeiten. Inventory, hast nix. Was ist getting sunny to eat? Was? Ihr standet jetzt da und haut wieder ab. Geht er wieder hinter? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ah, Fischi, 7 Fischi, 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 Fischi. Okay, da geht ja also einiges, sehr schön. Wenn es jetzt regelmäßig so weitergeht.
Inventar 5. 5. Nix. Gut, ihr angelt schön. Das ist schon mal gut. Das heißt, jetzt schneit's auch noch. Also es ist wirklich schön gemacht mit diesem Ambiente hier, mit dem ganzen Schnee und so. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich betone es gerne auch noch einmal. Das Spiel wurde nur von einer einzigen Person programmiert. Ich meine, das andere Kultspiel Minecraft hat auch mal mit nur einem einzigen Programmierer angefangen. Und man muss wirklich sagen, dass das hier ist halt auch schon... Ich will es also vergleichen mit Minecraft kann man es auf jeden Fall nicht. Also es ist ein ganz anderes Spielsystem und alles. Aber was zum Beispiel das Grafische und alles angeht... gestorben. Auf jeden Fall, was das angeht, ist es auf jeden Fall eine ganz andere Liga. Ich brauche einen Friedhof. Oder wie, oder was? Oder wo? Oder wie? Da, Friedhof. Wo baut man den hin? Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir den irgendwo abseits hinbauen. Bauen wir mal dahin. Nein, so wollte ich das doch gar nicht. Bauen wir den mal dahin. Sie sind bestimmt gestorben, weil sie kein Essen haben. Obwohl ich jetzt langsam wieder ein bisschen was reinbringe. Also die können sich eigentlich was holen. Das machen wahrscheinlich als allererstes erstmal wieder andere Bunker. Die sich da wieder einbunkern ohne Ende. Das Problem an Feldern, wenn sie einmal ernten, dann gibt es natürlich viel. Problem ist aber, dass das alles, was hier, dass das alles saisonbedingt ist. Was willst du jetzt hier? Production Limit for this is what has been. Okay, das heißt, du hast jetzt. Machen wir halt mal ein bisschen mehr. Das Produktionslimit ist erreicht, wenn ich das richtig sehe. Ja, jetzt geht's weiter, okay. Da ist noch Fischi drin. Ah, du baust auch. Sehr schön. Ich will jetzt hier alles nicht so überstürzen. Was ist jetzt hier? Was? Stone ist low. Wir haben schon wieder keinen Stein. Jetzt muss ich natürlich dann vor allem auch irgendwann mal schauen, wie das hier aussieht mit Mine und Co. Weil noch gibt es hier einen Haufen Zeug. Oh, ich brauche mehr Arbeiter. Ja, das Hungersymbol ist endlich weg. Angler haben, also das ist nicht schlecht, wenn die jetzt hier schön nach und nach Fisch fangen. Ich meine, der hier bringt schon wieder 7 Fisch. Ich hoffe, der Fisch ist frisch. Ich frage mich, was die jetzt groß an dem Friedhof bauen müssen. Ich hoffe zumindest, es ist der Friedhof. Aber wenn wir dann schon einen Friedhof haben, dann müssten wir irgendwie dann auch mal eine Kirche machen. Die natürlich sehr klein ist. Aber die wird auf jeden Fall auch noch kommen. Aber wenn ich das schon wieder sehe, was die für Ressourcen braucht. Ein Brunnen wäre vielleicht mal was. Hier so zentral reingesetzt. Auf jeden Fall mal was. Problem ist jetzt nur langsam, mir fehlen die Leute. Also vermehren tun die sich relativ langsam. Haben sie natürlich das Ding dahin gebaut, das heißt, ich muss den Weg hier verlängern. Es ist aber schön, dass sie zumindest den Weg verwenden, den ich dahin habe. Das Bekloppte ist jetzt natürlich, jetzt wo es Schnee ist, sind hier kaum Viecher. Eigentlich überhaupt nicht. Ich werde vielleicht auch mal schauen. Aber das ist alles Eisen.
Ich kann ja auch nur Stauen abbauen. So. Mal gucken, was dabei wird. Gut, das heißt, jetzt gibt es schon mal einigermaßen regelmäßig Fressereien da hier. Hier vielleicht, ne? Stein abbauen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, dass man hier das ein bisschen so separieren kann, was abgebaut wird. Du brauchst auch noch Steine, das ist voll Werkzeug, okay. Ich habe eindeutig zu wenig Leute. Mal kurz schauen in die Statistik. Wir haben 13 Leute, also wir haben mindestens zwei sind zugekommen, aber es ist auch jemand gestorben. Oder war das, ich habe es jetzt nicht mal genau geschaut, oder war das jetzt die Information? Hier haben wir es doch was. Ein Kind namens Crazy was born. Ja, süß. Early Winter. Todesanzeigen, was ist das? Okay. Ich habe das Gefühl, als ob es bald wieder ein bisschen wärmer wird, weil die Bäume sind irgendwie nicht so weiß. Sieht's eigentlich hier aus? Stone. Was müssen denn die schon wieder keine essen? Doch, da ist doch Fisch. Hast du schon wieder nichts? Hol dir halt mal was. Bauen wir gleich noch eine Fischerhütte. Ist eigentlich auch schön, dass man hier für über die einzelnen Personen viele Informationen bekommt. Wir, Crazy, das ist doch die, die geboren ist. Ach, guck mal hin, Alter 0 und die läuft schon rum da hier. Ist ja unglaublich. Kein Werkzeug. Ist playing. Spielt. Wie süß. Spielt am Wasser. Was sagt, läuft nur rum. Job, Kind. Ja, das waren noch Zeiten. Halt, falsche Tasten. Ich muss hier nämlich mit Tasten scrollen, sonst ist meine Maus außerhalb des Bildschirms. So, jetzt hier, ne? Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich richtig gut. Es ist vielleicht nicht so actiongeladen und so ein extrem ausgebautes Wirtschaftssystem und sonstiges Zeug. Es ist einfach irgendwie mehr so auf Simulation gemacht. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Brennholz haben wir auf jeden Fall genug. Davon kann man jetzt im Winter nicht genug haben. Aber Essen muss auf jeden Fall auch noch weitergehen. Aber das wird ja nach und nach. Also ich glaube nicht, dass die jetzt verhungern. Wie schnell geht das eigentlich? Ich werde das jetzt mal ein bisschen halt beschleunige. Bis wie weit geht denn das? Zehnfach, okay. Drüben bauen sie Steine ab, sehr schön. Mann, ist das dunkel. Oh ja, wie ich das sehe, es wird wieder grün. Sehr schön. Was haben wir denn ja? Später Winter. Late Winter. Und schon wieder nichts zu fressen. Mann, ey. Ist ja unfassbar glaublich. Dann werden die auch bald wieder anbauen da hier. Was mir hier noch ein bisschen fehlt, ist eine Möglichkeit für Landschaftsgestaltung, also für die Terrain-Gestaltung. Sprich, einfach mal so Unebenheiten da hier mal ein bisschen zu beseitigen und so.
Schneit immer noch, aber es ist nicht, nicht mehr weiß. Und da hinten kommen die Hirsche wieder. Sehr schön. Ich könnte hier oben eigentlich auch mal ein bisschen, den ganzen Stein abbauen. Gut, wenn, dann nehme ich hier unten das Hütchen. Natürlich schön, wenn der hier. Das ist der Friedhof. Ach, du bist fertig. Sehr schön. Da haben sie Dingens abgebaut. Stein abgebaut. Das brauchen wir ja auch. Bestimmt wieder Stone is low. Ja. Kaum mal wieder was drin, dann meckerst du wieder, dass es weniger wird. Da ist wieder mal kein Essen. Da ist wieder mal keins drin. Es wird Zeit, dass sie hier vor allem wieder mal abbauen. Vor allem würde mich mal interessieren, was machen bitteschön die Leute, die sonst hier arbeiten. Pilze. Oh, jetzt wird das Feld wieder bewirtschaftet. Sehr schön, dann gibt es wieder Happa Happa. Und das weckt es auch jetzt langsam hier. Kurz nochmal den Radius schauen. Ist natürlich spitze, dass die jetzt genau hier am Rand stehen, ne? Ey, kommt mal wenigstens rein hier. Unglaublich. Wollen sie sich davor drücken, gejagt zu werden? Ich habe gedacht, ich baue es extra ein bisschen abseits in den Wald rein. Und dann stehen die da so abseits, ey. Ist doch unfassbar glaublich. Was ist eigentlich hiermit? Du wirst auch gebaut. Gut. Ich brauche auf jeden Fall mehr Leute. Sieht man echt die Anzahl der Leute? Hier sind aber auch nicht so viele drin. Drei Leute gerade mal in dem Steinhaus. Aber was ist bitteschön der Vorteil von dem Steinhaus zu einem. Jetzt so manchmal. Es ist wärmer als ein Holzhaus, okay. Das Steinhaus. Das heißt wahrscheinlich so viel, wie dass die weniger Brennholz brauchen. Was Höheres wie Stein gibt es ja eigentlich auch groß gar nicht. Du lieferst noch hier 5. Na, weg. Eieiei. So. Du lieferst, glaube ich, auch noch, oder? Nein. Aber da ist schon wieder leer. Sieht's hier aus? Es wird auf jeden Fall gebaut. Der Friedhof ist auch fertig. Sehr schön, wir haben wieder Frühling. Ist das nicht schön? Haben wir jetzt eigentlich momentan auch wieder? Vor allem mich als glücklicher Cabrio-Fahrer natürlich sehr schön. Ich bin jetzt auch schon wieder ein paar Mal offen gefahren. Zwar immer noch ein bisschen frostig, aber egal. Wenn die Sonne runterscheint, wird das Dach aufgemacht und es wird Sonne getankt. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da lacht das Herz. Eisen haben wir auf jeden Fall genug, ey. Friedhof ist noch keiner begraben.
Du baust noch. Und dann kann ich eigentlich auch mal schauen, dass ich mal so zwischendurch mal so ein Sägewerk mache. Also nicht Sägewerk, das haben wir ja im Prinzip schon, sondern mehr so eine Forstgedingse. Damit die, ich werde vielleicht glaube allererstes das hier oben mal ein bisschen abbauen. Das werden wir dann mal komplett machen. So. Dass wir vor allem, obwohl wir eigentlich Holz haben wir genug. Das ist wenn dann Stein und so weiter. Ich weiß nur nicht, wo rein man eigentlich eine Mine bauen kann. Ist das eigentlich egal, wo man das reinbauen kann? Die haben auf jeden Fall mehr Felsen, mehr Berge. Ich muss mir kurz mal die Map ein bisschen anschauen. Weil das war das hier. Nein, das hier wollte ich. Ach, das sind die Seen, die schwarzen Stellen. Hier drauf, okay. Hier drüben haben wir auf jeden Fall auch noch ein, eigentlich auch hier mal viel Eisen. Okay. Hier drüben ist auf jeden Fall auch viel Zeug. Wird das Essen langsam immer knapper. Komm, bau mal fertig hier. Ich glaube, das spule ich mal ganz kurz ein bisschen vor. So. Drei Leute brauchst du. Wo stehst du? Da stehst du mit deinen dreien. Boah. Ich glaube, da kann ich auch mal einen weniger machen. Problem ist einfach momentan, dass hier drinnen nichts ist, was man jagen könnte. Jetzt wird mich ja mal interessieren, wie man hier die den Nachwuchs, also sprich die Vermehrung der Bevölkerung anspornen könnte. Oh, was haben wir da? Einer. Steht da was? Nein. Da ist einer gestorben. Also mit dem Friedhof finde ich eigentlich auch eine interessante Idee. Woodcutter. Brennholz auf jeden Fall. Bilder. Blacksmith. Was haben wir denn hier eigentlich an Iron Tool? Dann können wir dich ja eigentlich mal. Machen wir mal so. Kann ich auch manuell eingeben. So. Und machen hier mal kurz. Bei den Woodcutter. Den da hier machen wir so. Dann setzen dich da mit rein, dass ein bisschen schneller gebaut wird. Wo wird denn eigentlich gebaut? Der Brunnen wird gebaut. Das sind's, genau, da braucht man zwei Stück. Drüben ziehen sie jetzt weiter, natürlich weg von dem Ding. Oh Mann, ey. Dann können wir dich ja bei den Woodcutter auch mal wegmachen und bauen dich hier mit hin. Und dann würde ich nämlich ganz gerne hier oben auch mal ein bisschen eine Obstplantage machen. Machen wir es so. So, muss das wieder gebaut werden.
Baust du denn überhaupt schon da hier? Ja, Steine werden geliefert, okay. Können wir eigentlich mal so machen. Mehr brauchen wir da nicht. Ist wieder einer gestorben. Aber ich habe hoffentlich immer noch, ich habe keine Essen mehr. Das ist Mann. Mir verrecken die Leute. Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Ich habe zu wenig Fressen. Ich hoffe mal, dass es danach hier ein bisschen besser geht. Ich werde mal da hier einen Jäger... Ach, das ist der, der gestorben ist, okay. Da werde ich allgemein mal ein bisschen weniger machen. Oder bist du das? Stone? Hunter? Okay. Machen wir so. Gut, Tatsache ist, definitiv Nahrungsmangel. Und wir verrecken nach und nach wieder die Leute. Ich hoffe, das kriege ich wieder ein bisschen gefangen. Das werden wir uns aber in einer der nächsten Folgen anschauen. Für heute werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal Schluss machen. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen, Banished Folgen, also mehr als ein paar wahrscheinlich. Weil mich das schon ein bisschen interessiert, wie das hier weitergeht, wie groß man sowas hier aufziehen kann und alles. Paprika, okay. Und ich hoffe, dass ich das hier mit puncto Lebensmittel mal ein bisschen hinbekomme. Fisch wird wieder gebracht. Vor allem da hinten ist ja alles voll, ne? Gut. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Let's Play von Banished gefällt. Wie euch das Spiel gefällt. Eure Meinung dazu. Und wieder jemand gestorben, sehr schön. Brauche ich natürlich supermäßig momentan. Wie euch das alles hier gefällt. Und könnt ihr auch gerne eure Bewertung abgeben, würde mich freuen. Und bis dahin sage ich, ein bisschen mehr Animation, weil ich das Boot fahren würde, wäre nicht schlecht, egal. Bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal, viel Spaß noch und ciao, ciao.